Dem Übersichtsplan zufolge ist zum Stockwerk über diesem eine Glocke. Ein Glockwerk? Glocke. Naja, es ist ein Stockenturm. Ich meine, ein Glockenturm. Es wäre seltsam, wenn es keine Glocke gäbe. Aber es ist kein Uhrenturm. Also war es doch vorhin ein Irrtum. Der Uhrturm. Ja, der Irrtum im Uhrturm. Uhrturm. So könnte eine Detektiv Conan-Folge heißen oder so. Irrtum im Uhrturm. Oh Mann. Ich hätte da gerne eine DVD-Box von oder sowas, aber irgendwie gibt's es nicht oder nur scheiß teuer. Was, von Irrtümern oder von Detektiv Conan? Detektiv Conan. Achso. Ja, alles Gute ist scheiß teuer. Aber wir haben ja beide uns schon ein SNES-Mini gesichert. Ja, und da freue ich mich wirklich drauf. Ja, ich auch. Wie bei so vielen denke ich natürlich, dass noch 2, 3 fehlen, die drauf müssten, aber gut. Ja, es ist eigentlich eine sehr gute Mischung. Okay, sehr Jump-and-Run-lastig, aber das war das SNES halt nun mal. Ja. Damals schon. Und weiß ich nicht. Also ich finde auch, dass einiges mehr hätte drauf sein können, aber jetzt, dass die Auswahl, die da ist, schon echt nicht schlecht ist. Ich habe ehrlich gesagt nur auf eines gehofft. Hm? Auf Chrono Trigger. Das ist leider nicht drauf. Das finde ich ein bisschen schade. Hm. Aber gut. Aber dafür ist Secrets of Mana zum Beispiel drauf. Das ist richtig. Na gut. Ist das nicht sogar nie in den USA erschienen und alle sind jetzt ganz happy? War das nicht so? Weiß ich nicht. Also alle sind ja auf jeden Fall happy wegen Star Fox 2. Ja, da bin ich auch zumindest mal gespannt, sagen wir so. Ich bin voll happy wegen Star Fox 1, weil das ist das erste Spiel, was ich zusammen mit meiner Freundin gespielt habe. Ja. Ja. Ha. Wir müssen mal zwischendurch wieder, so wie wir das schon mal gemacht haben, irgendeinen Jump'n'Run, so in Anführungsstrichen Koop, Let's Play. Ah ja, so wie damals das Mickey Mouse Spiel mit invertierter Steuerung oder sowas. Das war witzig. Das war lustig. Ja. Müssen wir mal machen. Aber also es wäre ja schön, wenn es mal wieder so ein Koop irgendwas. Aber was könnte man da spielen? Was gibt es denn da überhaupt? Mystical Ninja ist jetzt zwar kein Jump'n'Run in dem Sinne, aber ist, glaube ich, ein Koop. Für SNES. Ja, na gibt es nicht vielleicht auch irgendwas Neueres, was generell dafür ausgelegt ist, im Koop über Internet gespielt zu werden? Keep Talking and Nobody Explodes? Das ist ja kein Jump'n'Run. Nee, das ist richtig, aber das ist auch lustig. Oh nee, das habe ich schon so oft gespielt, dass ich teilweise selber weiß. Ich noch nie. Nee? Ich kenn's nur. Ah. Ich habe es jetzt letzten Sale mal gekauft für ein paar Euro. 4 oder so. Ja, ist ja nicht schlecht. In was für einem Sale? Steam Sale, oder was das war? Ja, Steam Sale war da. Oh, da habe ich mir Haufen für VR gekauft. Oh, und weißt du, ich habe da so ein Spiel Modbox, das ist so wie Garry's Mod für Virtual Reality. Also so, da kann man sich alles Mögliche reinbasteln. Und da habe ich schon mal so einen kleinen Grundaufbau gemacht für ein Rhythmusspiel. Das ist echt witzig. Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Ah, nee, also ich habe erst damit angefangen nach der letzten Aufnahme. Vielleicht habe ich es dir so mal... Oder dass du es machen willst, vielleicht, das kann auch so, sein. Achso, das ja, vielleicht. Nö, auf jeden Fall, das ist ganz witzig und das geht gut voran. Wenn ich es fertig habe, dann zeige ich es mal irgendwann. Jetzt aber nicht in Latent Parts oder so. So, Glockenturm, Glocke, ja. Wieder 5 Minuten verschwendet. Richtig. Ja, aber hier auf dem Übersichtsplan ist keine Leiter zur Glockenstube eingezeichnet. Nicht einmal eine... Ich verstehe den Witz nicht. Nicht einmal eine Trittleiter. Die Glocke kann also nicht geläutet werden. Geläutert werden? Geläutert werden, ja. Ho, Läuterfeuer! Egal, Nick. Dieser Übersichtsplan sollte noch nützlich sein. Steck ihn schnell in deine Tasche. Bist du sicher, dass du ein Medium bist und nicht eine diebische Elster? Darf ich raten? Ja. Die Leiter fährt man mit dem Kontrollpanel aus und da gehört dieses Ding rein, was da glitzert. Und das ist doch dieses Ding, was Sophie um den Hals hatte. Dieser Anhänger. Ah.
Das ist, behaupte ich jetzt einfach ja, mal. Ja, ja. Und Maya ist doch nicht tot. Behaupte ich jetzt mal. Ganz im Gegensatz zu Dumbledore. Jetzt hast du mich gespoilert. Ich habe den Film zwar schon gesehen, als er im Kino lief, aber... Ja. Das... Ne, man nennt das entschlussfreudig, Nick. Mach schon. Wir tun das für Sophie schon vergessen. Ach, ja. Ja. Ach so, ja. Nicht gerade vergessen. Okay, Übersichtsplan des Glockenturms zu den Gegenständen hinzugefügt. Okay, dann... Gibt's hier sonst noch was? Sand! Oder so. Nee, was ist das? Hier ist der Sack Mehl, den Becky nach den Rittern geworfen hat. Das Mehl ist noch überall verteilt. Das ist kein Mehl. Unsere Chefin ist eine Klasse für sich, nicht wahr, Nick? Das ist die Kraft der Liebe. Mit Mehl werfen. Der Mehlsack kam erst nach der Parade hierher. Ich denke nicht, dass er als Beweis taugt. Erst nach der Parade, meine ich. So rum. So, was ist das da? Ein Sheet. Das ist der Umhang von Becky. Von... Ja. Ich frag mich, was das ist. Sieht für mich wie eine Robe aus. Wie eine Robe. Eine Robbe? irgendwie erinnert mich das an die Robben, die diese komischen Käuze im Burgeswald getragen haben. Ja, so Vögel, so Uhus, die Robben auf dem Rücken tragen. Das stelle ich mir gerade. Kann uns da bitte ein Bild malen von? Oder so ein Schnabel drin. Ja, Käuze, die Robben tragen. Cool. Okay. Komm schon, Nick, probier sie an! Probier sie an! Robben anprobieren? Nein, das macht man nicht. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Das Ding ist komplett durchnässt von dem ständigen Regen und wer weiß, was sonst noch. Davon abgesehen, klebt überall das Mehl, das Becky geworfen hat. Ja, ich schätze, du hast recht. Sie sieht nicht gerade neu aus, oder? Zieh sie trotzdem an! Becky? Ja, Becky sieht nicht gerade neu aus. Und es gibt keine Möglichkeit, das Mehl von der Robbe zu bekommen, jetzt wo sie nass ist. Ich stelle mir das wirklich so vor. Genässt und gemehlt, so eine Robbe. Ja, die wird schon so vorpaniert. Ja, aber ehrlich gesagt, das würde gar nicht so auffallen, weil das Mehl ist weiß, die Robbe ist weiß. Es gibt doch schwarze Robben. Achso, ja, gibt's auch. Entschuldigung, das war dann war das mit der weißen Robbe jetzt gerade ein rassistischer Kommentar von mir. Richtig. Aber so kennen wir dich. Aber du bist wenigstens so diskriminierend, dass du alle gleichermaßen diskriminierst und dann genau, ist es wieder okay, genau, ich. Genau. Ich hab nichts gegen irgendwelche Gruppen von Menschen, ich hab was gegen alle Menschen. Richtig. Das ist Gleichberechtigung. Genauso, ich würde nicht Frauen schlechter behandeln als Männer. Ich würde beide gleich schlecht behandeln. Hauptsache, du musst nicht kochen. Genau. Ja. Weißt Obwohl, du was? Ja? Ja, weißt du was? Ich habe gestern Burger gemacht. Maya hätte das gefreut. Toll. Ja. Was war da drauf? Fleisch. Und Bacon. Und Käse. Klingt gut. Ja, und ansonsten halt Ketchup Mayo als Soße. Ich habe mal Kartoffelbrötchen gebacken. Für Burger. Nur leider hat das Rezept irgendwie nicht gestimmt. Denn ich habe die mal bei jemandem gegessen, die fand ich mega lecker. Und deine waren? Ja, denn ich habe mich im Nachhinein erinnert, dass er mir gesagt hat, das Rezept stimmt in einem Punkt nicht. Und das habe ich dann aber nicht mehr gewusst und dann... Es war süß. Ah. Da war viel zu viel Zucker drin. Ja, 250 Gramm Zucker dazu, das macht doch keinen Sinn. Ach, rein damit. Ich weiß nicht mehr. Oh, es sind nur 25 Gramm. Na, so viel war es nicht, aber ich glaube 100 stand drin und das war viel zu viel. Oder 50. Naja. Ja. Weißt du was? Irgendwas an dieser Robbe macht mich nervös. Sie zappelt noch.
Nervös? Kannst du dich an das erste Mal erinnern? Ende des Satzes. Als wir in diesem Turm gekommen sind. Nein, ich kann mich nicht an das erste Mal erinnern, denn ich hatte es noch nie. Wir sind schon irgendwie pubertär, oder? Ja. Aber geil ist. Ja, eben. Ein Glück habe ich mein Alkohol, sonst könnt ihr mir das nie antun. Richtig. Stimmt. Ah, schön. Ja, Turm. So etwas lag hier nicht rum, oder? Nee, nur unsere Klamotten. So wie diese Robe da hinten. Genau. Ach, die ist von uns. ich bin nicht ganz sicher. Aber ich kann mich nicht erinnern, etwas gesehen zu haben. Diese Robe ist ziemlich groß. Sogar ich könnte sie tragen. Ich denke nicht, dass sie Sophie gehört. Sie ist klein und aerodynamisch. Ganz wie ich. Naja, es könnte ein nützlicher Hinweis sein. Bei den Gegenständen ist der richtige Platz dafür. So, wir kriegen also überall Gegenstände und haben noch nicht mal das direkt glitzernde Ding angeklickt, oder was? Hey, gib das feuchte Ding hier! Aber Maya, kannst du dich nicht an das erste Mal erinnern? Nee, aber es tröpfelt! Oh Mann! Jetzt muss ich doch kalt duschen. Mehlbedeckte Robe zu den Gegenständen hinzugefügt. Panierte Robe zu den Gegenständen hinzugefügt. Panierte Robe zum Magen hinzugefügt. So, jetzt das Letzte. Das ist doch echt das Letzte. Panierte Robbe zum Magen hinzugefügt, ist gut. Das ist ja so blöd. Kam das erst jetzt bei dir an? Nee, aber jetzt. Ich weiß auch nicht. Weiter. Okay, sieh dir das an. Es ist ein Anhänger. Das Lederband scheint gerissen zu sein. Ah! Das ist... Es ist, ich habe keine Ahnung, was das ist. Sophies Anhänger! Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, das ist Anhängerman. Anhängerman, so ein Tracker. Gibt ja keinen Man, den es nicht gibt, von daher. Ja, es gibt ja auch Magnetman. Stimmt, ja. Ja, ja. Oder... Was ist denn eigentlich der dämlichste Man, den es im Mega Man Universum gibt? Splash Hard Woman! Man. Nein. Was? Splash Woman. Splash Woman! Oh, weißt du, was mich richtig ankotzt bei dem Thema gerade? Es soll doch die Legacy Collection 2 rauskommen. Mhm. Und die kommt nicht für Switch oder überhaupt für eine Handheld-Konsole. Was soll das? Man könnte endlich mal Mega Man 9 und Mega Man 10 auf einem Handheld spielen. Unterwegs. Aber nein! Ich weiß auch nicht. Ich hätte außerdem sowieso viel lieber die X-Collection mal. Ja. Also das... nicht die, sondern eine. Ja, also mir wäre ja wirklich mal eine mit allen bisherigen Spielen. Einschließlich Command 7, Mission. 8. Ganz lieb. Ah ja, stimmt. Kann man, wenn man schon dabei ist, noch mit dazu packen. Ja, also 7, 8 und Command Mission... Ich meine, Command Mission würde ich wahrscheinlich nicht nochmal spielen, weil ich das schon habe. Ja. Und ja. Es so mittel fand. Also ja. Konnte man spielen, musste man nicht. Ja, war halt ein RPG. Ja, also war okay. Mhm. Aber ja. Und dann würde Capcom vielleicht endlich mal einsehen, dass auch an X noch Interesse besteht. Das ist ja gerade an X, ehrlich gesagt, ja. wegen des schönen Gameplays. Und man sieht es ja auch zum Beispiel an sowas wie Azure Striker Gunvolt. Ja. Was ja im Grunde so eine. So Indie Creates Versuch ist, nochmal die X oder Zero oder ZX-Reihe weiterzubringen. Ohne, ja, stimmt, ohne Zero den... könnte man mit dazu packen, wenn man schon dabei ist. Ja. Alles mit rein. Ja, eben.
Capcom also, macht da wahrscheinlich, wenn dann 4 Collections draus, aber... Oh, ja, ja, als sehr wahrscheinlich. Nee, was Capcom angeht, die haben ja auch, glaube ich... Ich hab letztens ein Video gesehen, da hat sich irgendwie jemand da so ein bisschen auch von Capcom im Stich gelassen gefühlt bei der Ace Attorney-Reihe. Also es geht nicht nur bei Mega Man jetzt mittlerweile so. Mhm. Ich verstehe das nicht. Ich hätte gerne ein neues X. Und zwar nicht wie diese... diese späteren Teile, die so übertrieben viele Funktionen hatten mit Chips ausrüsten und irgendwelchen Krimskrams, das brauche ich alles nicht. Ich will Basics, so wie 1, 2, 3 von mir aus noch. Ja, ja eben, 1, 2, 3, die hatten einfach nur, die hatten, ja vor allem mit 5, glaube ich, ging es dann richtig los, dass da solche Gimmicks drin waren, mit Leute retten und... Ja, das will ich alles nicht. Ich will einfach nur ein Basic Mega Man X. Richtig, richtig. Das vor allem einfach nur durch Levels durch... dann ein paar Sammelgegenstände hier, die ganz normalen Hard-Container, die Energy Tanks, die es da gab. Ich will mich nicht stundenlang in Menüs rumwurschteln müssen, um irgendwelche Chips auszurüsten. Das genau. Ich finde es auch so, wie es dann ist. Oder wenn man Zusatzfunktionen will, dann halt über diese Kapseln. Ja, aber auch das muss ich nicht unbedingt haben, das braucht es auch nicht. Nee? Mir reichen die Bonuswaffen und von mir aus noch irgendwie drei verschiedene Anzüge, wie bei Mega Man, was ist das, 5, 6, wo es die mal gab, das war, fand ich... Na, es gab, warte mal, bei Mega Man 8 haben sie es auf die Spitze getrieben, da hatte man für verschiedene, also man hatte verschiedene Teile für verschiedene Körperregionen. Oh, okay. Die man finden konnte und die konnte man kombinieren und wenn man ein Set ganz ausgerüstet hatte, konnte man eine Superattacke machen. Ah, naja, das geht noch. Ja. Aber sonst so, ja, so haufenweise Power-Ups muss ich auch nicht haben. Einfach nur durch Levels laufen, Bosswaffe abgreifen. Genau. Vielleicht noch neue Rüstungsteile, so wie bei halt X schon war. Und am Ende ein richtig geiler Kampf gegen Sigma und dann ist das gut. Richtig.